Hallo Filmfans und herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. Bei uns war am Samstag Karlsruhe wieder Filmbörse und da wird auch mal wieder kräftig zugeschlagen. Eigentlich bin ich mit dem Gedanke hier, ich kann mir mal einen gemütlichen Tag machen, mal gemütlich rumgucken, weil ich habe ja so ziemlich alles, was ich will. Und das Ende vom Lied war, als ich fertig war, wieder die halbe Börse gekauft hat. Aber fangen wir gleich an, zeige ich euch mal, was ich mir geholt habe. Und zwar als erstes habe ich mir hier der Halloween 2 auf Blu-ray geholt. Endlich komplett umgeschnitten. Ja, Blu-ray sieht gut aus, da hätten wir einen kleinen Innendruck. Dann habe ich mir ja vor kurzem den Halloween 4 aus der Red Edition geholt, weil mir der gute Movie Picker darauf hingewiesen hat, dass meine Halloween 4 Version die gerade geschnitten war. Ich denke so, jetzt machst du mal einen gemütlichen Abend, guckst du den an. Mein lieber Herr Gesangsverein, so eine Scheiße. Also die Qualität von der Red Edition schrecklich. Ich denke so, auf der Börse nehme ich mir gerade noch einmal mit. Hier auf Blu-ray. Schau auch geschnitten, braucht keiner kommen und sagen, ist geschnitten. Ja, und die Qualität, die ist echt gut. Ja, Blu-ray sieht gut aus, filmen wir da Wendecover. Dann hätten wir hier als nächstes heiße Spore oder auch genannt Folterrancher gequälte Frauen. Ja. DVD ziemlich schlicht. Dann habe ich mir geholt hier im Digipack von Dragon Waxwork. Der war relativ günstig, 4,90 Euro. Den kann für das Geld kann es mitnehmen. Vom Film selber habe ich schon einiges gehört, gesehen habe ich noch nicht, aber wie gesagt, für das Geld den kann ich nicht viel falsch machen. Gibt es auch noch einen zweiten Teil, glaube ich, aber den habe ich jetzt auf der Börse leider nicht gesehen. Hat ist noch so ein Booklet drin. Mit Informationen zum Film, Bilder. Ja. Dann als nächstes sehen wir einen Film geholt, den hat sich mal ein Kumpel von mir gekauft gehabt und hat gesagt, der wäre richtig gut. Gibt es allerdings bloß in englischer Sprache, aber mit deutschen Untertiteln, Scrapbook. Da geht es irgendwie drum, so ein Typ, wo Frauen vergewaltigt und dann müssen sie das, was sie erlebt haben, in sein sogenanntes Scrapbook reinschreiben. Aber mehr kann ich zum Film auch noch nicht sagen, wie ich bis jetzt auch noch nicht sehe, aber das passiert jetzt die Tage. Ja, ist auch so gleich Booklet dabei. Informationen zum Film. Wer sich das mal durchlesen will, kann dann Stoppträger, kann das mal lesen. Also wie gesagt, den Film selber kann ich nichts sagen, was ich gehört habe, das war eigentlich gut. So, dann kommt als nächstes in der kleine Hotbox von XT Video, Madhouse, Party des Schreckens. Ist auch die ungekürzte Fassung. Ah, schöner 80er Jahre Slasher-Film, also wer den noch nicht gesehen hat, unbedingt anschauen. Dann hätten wir hier auch eine kleine Hardbox von XT Video, Jungfrau und der Kannibale, hier in der Full Uncut Edition. Eigentlich bin ich jetzt nicht so der Fan von Kannibale-Filmen, aber den fand ich eigentlich auch richtig gut. Dann hätten wir als nächstes hier aus der Red Edition, The Dentist. Der Film war mal heftig, mein lieber Herr Gesangsverein. Da streiten sie sich die ganze Zeit immer wegen irgendwelchen Filme, wie brutal das die sind und so weiter. Aber der Dentist, der geht doch jedes Mal ein bisschen unter. Obwohl ich sagen muss, der ist auch, also Respekt. Also der hat's in sich. Kamera mal ein bisschen ausrichten, so. Dann hätten wir hier der First Avenger, der Civil War. Lag auf der Börse rum, neu für 8 Euro. Ne, den hat im Laden kostet noch 15, aber für 8 nehme ich ihn auf jeden Fall mit. Ja, DVD sehr, sehr schlicht. Leider auch kein Wendecover. Dann hätten wir jetzt hier, passend zu Halloween, hätten wir jetzt hier Tales of Halloween. Das ist die Trick or Treat Edition. Habe ich schon gesehen. Es gibt viele, die sagen, es wäre absoluter Scheiß. Aber ich muss sagen, die Eide an Erfolg fand ich doch richtig, richtig gut. Vor allem die Ashlight zum Beispiel, die fand ich gleich richtig gut. Ja, es hat ein Wendecover, das sieht man dann vorne das Bild und dann hat man hinten auf der Rückseite dann nur Bilder.
Dann hätte man als nächstes hier Hotel Transsilvanien 2. Lag ebenfalls auf der Börse rum für 8,09 € in den Cut. Der ist im Laden dann auch noch sehr teuer. Für 8 € nehme ich mit, vor allem weil ich auch den ersten schon habe. Und mir gefallen die. Ja, DVD auch sehr schlicht. Leider auch kein Wendecover. Dann hätte man hier Stephen King's Es, eine Blu-ray. Den habe ich die ganze Zeit auf DVD gehabt, aber mich hat es immer gestört, dass man die Hälfte vom Film dann die DVD rumdrehen muss und so ist alles auf einer Blu-ray. Was mir ein bisschen stört, ist, dass der Film kein Wendecover hat und der war in so einer Spar-Armari auch noch. Ne, wird's ausgetauscht, gehen normale Blu-ray-Hülle. Denke, zum Film brauche ich nichts sagen, absolut Kult. Genauso wie der hier. Der war immer ewig, ewig teuer. Jetzt sind sie noch einmal frisch aufgelegt hier in der Diamond Edition, der König der Löwen. Dann lag der da auch für 10 €, den kann für 10 €, für das, dass ich ihn schon so lange suche, nehme ich auf jeden Fall mit. Hier, falls den Film immer nur einer noch nicht hat. Hier der Code, bitteschön. Dann ist noch drin Werbung für das Musical. Ich denke, das braucht ja keiner. Und dann hätte man hier noch eine Postcard. Ein bisschen lapprig, aber ja. Ja. Film hat leider auch kein Wendecover. Dann hätte man hier die Jurassic Shark Box mit allen drei Teilen. Jurassic Shark, Jurassic Shark 2 und Jurassic Shark 3, alles in das Wetter. Ich denke, dass es eigentlich eine 3er-DVD-Box ist und als ihr aufmacht, seht, tada! EuDVD. Hätten sie alle drei Filme auf EuDVD gequetscht. Naja. Ich denke, da braucht man auch nichts dazu sagen. Nettes Trash-Kino für zwischendurch. Also ich finde es jetzt gar nicht so schlecht. Also gibt es schlechtere Hai-Filme. Dann geht es weiter hier mit Time Bandits, die 25 Jahre Jubiläumsausgabe, 2 DVD-Set. Ein Film aus meiner Kindheit, finde ich auch mega geil. Weiß gar nicht, warum dass ich den noch nicht habe. Aber wenn ich auf der Börse sehe, 5 € den kann, zack, nehme ich mit. Hier ist DVD 1 und hier DVD 2. Dann als nächstes hätte man hier der Rumba Stomba von Cape Light. Kleiner Nazi-Film oder Skinhead-Film besser gesagt. Den brauche ich auch nichts sagen, kennt jeder. Ja, kann man angucken, ist nicht schlecht. Und für gleich Geld, ich denke, hat kommen. Ja, DVD schlicht, Film hat aber Wendecover. Dann hätte man hier Jules Vernes Meisterwerke, sind insgesamt 10 Stück. Mir ging es eigentlich nur um einen Film und das ist die geheimnisvolle Insel, weil den finde ich richtig gut. Die andere wird zwar nicht sehr, aber den kenne ich aus meiner Kindheit. Und dann lag das da auf der Börse rum für 5 €, den kann ich nehme ich mit. Hier hätte man Disc 1, Disc 2, Disc 3. Box hat ein Wendecover. Dann hätte man hier als nächstes der Teuflisch mit Brandon Fraser und der Elisabeth Hurley. Ja. Nette kleine Komödie. DVD sieht gut aus. Film hat ein Wendecover. Dann hätte man hier The Hateful Eight auf Blu-ray. Lag auch auf der Börse rum für 10 €. Den kann für 10 € nehme ich schon auf jeden Fall mit. Kostet im Laden immer noch 14 oder 15 €, wenn mich nicht alles täuscht. Film selber finde ich richtig gut. Ich weiß, es gibt einige, die sagen, oh, der Film kann nichts oder ist nicht so gut, wie sie sich vorgestellt haben. Oder mir gefällt der. Blu-ray sieht gut aus. Film hat ein Wendecover. Dann hätte man hier der Umleger, das Original von 1976, Uncut. Ja, den finde ich richtig gut. Ich fand da den zweiten richtig gut, den warte bis es dunkel wird. Aber der Umleger, der hat halt noch den Charme aus den 70er und 80er Jahre. Und das finde ich richtig gut. Also ein schöner kleiner Slasher. So, dann hätte man als nächstes The Battleship. Ja, den habe ich mitgenommen, der lag für 2 € rum. Ich denke, komm, bevor er da so traurig rumliegt, nehme ihn halt mit. Ja, DVD sieht gut aus. Film hat ein Wendecover. Und dann zum Schluss The Green Inferno. Habe ich noch 3 € stecken gehabt, wollte mir eigentlich nichts mehr kaufen. Beim Lauslaufen lag der da und ich denke, eigentlich finde ich den Film scheiße. Aber komm, für 3 € nehme ich ihn mit, dann haben wir noch einmal angeguckt. Also ich muss sagen, meine Meinung hat es nicht geändert, dass der Film scheiße ist. Aber was mir aufgefallen ist jetzt beim zweiten Mal gucken, ist, dass der Film doch einige richtige brutale Szenen drin hat und ist offiziell ganz normal FSK 18. Und da gibt es andere Filme, wo um einiges nicht so brutal sind und die wäre indiziert oder beschlagnahmt. Naja, den haben wir schon so oft drüber gehabt.
Ist halt die FSK. Naja, gut. Dann sage ich euch mal danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei einem von meinen nächsten Videos. Euer Stone Cold.